Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode. Wir waren 21:9 und wir mussten in der letzten Episode die Weltstufe verringern um 1, weil die Gegner waren uns dann doch schon ein bisschen sehr überlegend, wie auch immer, irgendwie sowas. Und weil wir hatten einen Kampf gemacht, außersehen getriggert und haben den Bossfight ausgelöst und das war nicht so gut. Weil wir einfach gar keinen Schaden gemacht haben. Wir haben der immer so mit jedem Hit so um die 100 Schaden gegeben. Und erst so nach dem 5., 6. Hit haben wir überhaupt was gesehen, dass an mir Lebensbalken was passiert ist. Und da ja Elektrizität einen Nachteil gegen hier Frost hat, genau, haben wir beschlossen, jetzt das zu farmen. So ein bisschen die Materialien. Fehlt auch nicht mehr viel dafür. Und versuchen Kaya mal ein bisschen stärker zu machen. Weil Emma ist eigentlich gar nicht mal so schlecht von der Stärke, aber es reicht halt nicht aus gegen den Gegner. Zack, zack. So. Zack. Ey. Da bist du. Ist halt immer irritierend, weil dann hinter Kaya dann die kleinen Viecher rumfliegen. Und ich denke halt, die hat sich nicht da teleportiert, sondern woanders. Aber okay, ja. Otto, ein bisschen komisch. Zack. Genau, das meine ich, weil ich mit Kaya so eine Attacke machen möchte. Zack. So. Nebelgras wollen, das hier brauchen wir. Kriegen wir zwar woanders auch. Aber naja, gegen diese Gegner möchte ich nicht unbedingt kämpfen müssen. Hä? Nicht getroffen. So. Das haben wir. Ach genau, wir haben ja mittlerweile auch einen Schlüssel. Boah, hier sind wir auch extrem selten. Naja, egal. Ach, auf der Karte habe ich... Glaubst du, da ist so eine Blumenwiese? Hm, können wir gleich mal schauen. Sollen jetzt nicht so gute Sachen sein, weil wir die Weltstufe... Achso, ich dachte, wir hätten schon... Achso, ah, okay. Ich dachte, wir hätten bereits so einen Schlüssel. Das hier kommt weg. Das möchte ich gerne hierhin haben. Das hier. Ja, ich dachte, wir hätten, als ich letztens geguckt habe, ein paar Schlüssel übrig gehabt. Naja, gut. Hier diese Wiese, die so verdächtig aussieht. Nö. Nö. Okay. Dann, wo ist sie? Sie ist da oben. Fast am Startpunkt sogar. Na gut. Wenn wir da in der Nähe sind, können wir auch gleich die Beeren sammeln für Lisa. Die müssten ja mittlerweile respawned sein. Ah. Da oben. Mit Wind müsste man das doch wegpusten können. Ja, super, ich habe kein Anemo wieder. Das ist schon mal passiert. Das ist schon mal passiert. Oh. Oder ich kann auch so Charaktere wechseln. Du. Du. Just what will we come across this time? Geht nicht. Doch. Okay, machen wir das so. Wir hatten schon mal so eine Situation gehabt mit so einem Teleporter-Ding. Das Problem ist, Yuki war die einzige, die überhaupt Anemo-Kraft hatte. Und die war gerade Typ Geo. Das heißt, wir mussten zu einer der Statuen gehen. Dass das sozusagen ausgetauscht wurde. Und als wir zurückgekommen sind, war das halt weg. Zack, ey. Zack, Alter. Ups, das war nicht gut. Ich hasse, wenn die so... Ja, Alter. Ich hasse, wenn sie auch die Attacken abbrechen können. So. Was hat das gebracht? Hm. Nicht so viel.
Gut, kann ich das hier kaputt schlagen? Ja. Zack. Ach, da ist so einer. Ja, genau, deswegen wollte ich eigentlich einen Charakter nicht austauschen. Neul sollten wir behalten. Naja, gut. Fighten wir gegen den. Zack. Zack, zack. Ach, Schatztruhe, tatsächlich. Gut. Machen wir weiter Kopfgeldjagd, weil wir brauchen unbedingt Material für Ikea und dann können wir auch vielleicht direkt hier Level maxen für. So, in die Richtung müssen wir. Gut. Bisschen Ausdauer aufgebaut. Ist sie unten? Doch, sieht so aus, als wäre sie unten. Ja, unten. Schauen wir uns mal kurz um. Da ist die. Ich wollte gerade sagen. Zack. Zack. Die hat sich gar nicht wegteleportiert, also nicht wirklich wegteleportiert. Zack. 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 So, jetzt kommst du nicht mal raus, oder? Ich hab sie hochgedrückt. Hä? Achso, da. Ich wollte gerade sagen, hab ich sie da hochgedrückt irgendwie. Nein, nicht die kleinen Kerle, immer die große. Zack. So mit der Puppe, dass sie auf der Puppe ein bisschen fixiert ist. Wo ist die? Da ist sie. Zack. Alter, die hat wieder das Unvermeidliche hinausgezögert. Ja. Die gibt keine Unteroffizier-Dinger. Also nicht so viele. Wo ist die denn noch? Also wenn die das jetzt auch nicht droppt, würde ich mal sagen, ich würde mal doch die Plankerraude, die anderen Typen besiegen. Nur die hat dieses Graspollennebel und alles, die ganzen Materialien, die wir später brauchen. Also hier waren wir auch vor nicht so langer Zeit gewesen. So, wo versteckt die sich? Da, ich sehe sie. Ausdauer aufbauen lassen, damit wir direkt alles draufhauen können. Ach, wieder so schön düster und neblig. Das ist immer cool. Zack, zack. Gut, dass hier diese Kopfgeldchen immer wieder spawnen, dass sie überall verteilt sind. Bei manchen anderen Spielen ist das halt einmal Kopfgeld und das war's dann. Oder vielleicht sogar zwei oder dreimal und das war's dann. Ich habe mir echt die Möglichkeit, eine komplette Folge nur für das Kopfgeld zu investieren. Das war schlecht. Okay, ja. Ich will nicht auf diesen scheiß Fels laufen müssen, die ganze Zeit, ist so ekelhaft. Ja, weil die dann immer dort bleibt, das ist es. Jetzt hat die sich nicht so weit wegteleportiert. Zack, 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 zack. Vielleicht sollten wir hier auch richtig mal Artefakte heraussuchen, aber... Naja. Ja, Unteroffizier. Wie viel braucht Kea denn eigentlich noch? Ach, nicht das hier. Waffe. Kann man das schon craften? Ich meine, bei einem hat nur eins gefehlt. 8, aber die sind schon 2. Nee, machen wir mal. Fighten wir doch mit dem Plinkerer. Wo haben wir die? Warte, fangen wir von ganz unten an, weil da meistens Low-Leveler sind. Das... Nein, das, das. Die haben das auch nicht. Der hat das. Verfolgen wir mal. Seems all the other knights already have their hands full. So. Wenn er jetzt auf jeden Fall sowas droppt, was auch so aussieht, ist auf jeden Fall besser für uns. So. Mal gucken, wie viel wir schaffen mit Chaos Waffe. Ach, das sind wieder die Ballons. Die können wir auch machen. Wenn wir halt schon mal hier sind. Ah.
Zack. Zack. Ah, das hat. Ah, doch, hat doch getroffen. So. Bisschen was. War ein bisschen wieder minderwertiger. Bisschen minderwertiger, weil wir die Weltstufe verringert haben, aber. Oh, da hinten läuft er. Ich erkenne nur gerade nicht, was soll der Kryo? Scheint Wasser zu sein. Also Lisa. Ja. No escape. Yeah. Feuerstürme. Let's spark things up a little. Kassiert hat es aber auch schon ordentlich. Aber war noch nur die Ultis. Zack. Ja, ja, bleib da, bleib da. Zack. Das ging aber jetzt schnell, aber auch nur, weil wir alle Ultis hatten. Yes, Abzeichen, Abzeichen, Abzeichen. Ich glaube, wir haben genug. Hier. Goldfischkraut. Hier muss ich mich von oben irgendwie herunterstürzen. Machen wir hier das da wieder. Und wir nutzen die Gelegenheit und zack. Alchemiestation. Oh, dann machen wir Chaoswaffe auch auf Max, soweit es geht. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Weltstufe genau ist. Ob wir das dauerhaft freigeschaltet haben oder so. Achso, oh, ich sollte erst mal gucken, welches ich von denen brauche. Zack. Grün, Abzeichen, Unteroffizier. Na, wo bist du? Da. So. Gut. Hier kann ich auswählen. Waffe, Waffe, Waffe. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich Kea irgendwann mal hier die Waffe so weit hochkriegen werde. Zack. 3429. So, jetzt sind wir in der Situation, dass wir die Teile brauchen. Die kriegen wir aber erst in der höheren Stufe, mit der besseren Weltstufe. Die Kugeln in dieser komischen Dungeon. Davon haben wir jetzt nur 4 von. Wir könnten gucken, wir hätten letztens ja ein bisschen gefarmt, nur ob wir genug haben, um noch weitere zu craften. Und das ist halt noch höher. Das könnten wir aber jetzt ein bisschen mehr farmen. Wir sind ja deutlich stärker geworden mittlerweile. Okay, schauen wir uns mal die Kugel an. Lila, 2 Stück. Lila, eine Kugel, 2 Stück. Das hier. Zack, haben wir sogar. Ideal. Dann diese Plänkerer-Schilder haben wir ja gerade alles weg. Und diese komische. Hier, Lila, das hier, Nebelgrasdolch. Können wir auch schon mal machen. Einfach mal YOLO. Wir werden uns nur auf Kea konzentrieren. Also, Kea wird dann im Bestfall stärker als Amber. Aber Kea-Eis brauchen wir scheinbar wirklich heftig. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es so sein wird, aber. Hier. Ist das nicht sogar auf 10? Ja, ist auf 10. Was ist hier mit? Kampfkünstler. Ne, ich sehe gerade aber nicht das gleiche nochmal in bessere Wertigkeit. Na ja, gut. Falten wir den oder sollte ich doch lieber die Chin-Chin. Wenn man sie Chin-Chin fightet, kriegen wir die Materialien dafür. Und manchmal auch das hier. Wenn man den Plänkerer besiegt, kriegen wir eher nur solche Sachen. Aber dafür brauchen wir nur 6 Stück. Beziehungsweise halt mit den Level hier ein paar mehr. Aber der ist so eine richtig ekelhafte Position hier. Was gibt es denn hier gerade so Schönes? Na gut. Fighten wir mal gegen den Plänkerer. Ich möchte nämlich nochmal wissen, wie viel wir kriegen können. Weil manchmal sind das ja Trios, dann kriegen wir natürlich mehr. Ich meine, das müsste sogar ein Trio sein, wenn ich mich nicht irre. Da hinten, wo dieses Ding ist. Kurz warten. Ausdauer. Ich will nämlich hier rüber hüpfen.
die müsste Lotuspflanze sein. Lotus, also diese Pion Pepperoni Dinger. Irgendwas. Oder? Doch, Lotuspflanzen. Lotus brauchen wir auch auf jeden Fall. Lotus ist für die richtig krassen Sachen von Leeway ziemlich wichtig. Zack, zack, zack. Da wir jetzt Yuki da haben, können wir die Chance mal nutzen. Ich weiß halt nicht, wann wir das nochmal brauchen werden, aber zack. Ich muss mal mit Yuki mal ausprobieren, wie sie mit Elektro drauf ist. Das haben wir nämlich auch in diesem Bossfight gesehen, dass sie einen Elektro-Attributen hatten. Und ich habe es halt noch nie gemacht mit ihr. Also von selbst halt aus. Finde ich aber trotzdem interessant, dass unser Startcharakter die Möglichkeit hat, wahrscheinlich alle Elemente aufzunehmen durch diese Statue der Sieben. Gut, es gibt bis jetzt nur 3 Regionen. Deswegen können wir halt nicht mit Sicherheit sagen, dass das so ist, aber wird wahrscheinlich auch so sein. Was denn? Naja. Naja, gut. Haha. Genau, jetzt sind da 2 da. Nicht 3, aber das heißt, jeder hat das Potenzial, das zu droppen. Ist ein beides Wasser? Scheint der Fall zu sein. Ulti. Boah, der hat schon kassiert. Und das ist nur einfach Weltstufe 1 niedriger. Beziehungsweise bevor wir diese Mission mit den Feuerwerksmädchen gemacht hatten. Müsst ihr mal bedenken, dass wir dann so viele Erfahrungspunkte und Ruhegestein alles bekommen hatten, dass wir dann auf Level 40 hochgerutscht sind. Das heißt, wir haben auch, wir haben mal zwischendurch ein bisschen gefahren und Kleinigkeiten, Waffen alle angeglichen und so, aber das war einfach zu viel Erfahrungspunkte gewesen. Komm, Lisa, machen wir es vielleicht doch so. Ach, ich habe zu früh losgelassen. Vielleicht droppen die auch noch die kleinen Sachen, die man dann hochcraften können. Das wäre natürlich wieder nice. Da haben wir nämlich einen kleinen Gewinn gemacht. Zack, du bist weg. Der ist Eis. Zack. Oh, das war richtig daneben. Das war ein richtiger Treffer. Zack. Der andere hat leider nichts gedroppt. Doch, der hat da was gedroppt. Jetzt sehe ich es. Das, den kann der doch anschießen. Rekruten. Jo, das ist das, was ich meine. Das grüne Rekrutenabzeichen und das neutral, das normal. Wertvoll. Gut, ich werde zwar nur mal auf grün hochzucraften, ist halt ein bisschen teuer. Und das muss ja wiederum auf hier auf blau. Aber wir haben ja schon mal ein bisschen was. Okay, vielleicht fangen wir damit an. Zack, zack, zack. Ihr seid hier. Nehmen wir diesen Weg. Boah, echt einfach quer durch die ganze Map laufen, ey. Achso, das Ding muss ich ja auch irgendwann mal irgendwie catchen. Ich muss vom Baum, ach vom Baum, vom hier, Berg, da. Vom Berg runter jumpen. Da ganz oben waren wir ja gewesen, bevor das Sommer-Event angefangen hatte. So, gucken. So. Okay. Ach, schon wieder die. Diesmal ist da noch einer da. Ne, doch. 3. Bestimmt, ne? Wenn da der. Ne, da sind nur 2. Okay. Ausdauer kurz aufbauen. Ulti haben wir 2 ready. Und komm, Ausdauer. Hier. Ihr seid zusammen. Boah, der hat aber gefressen. Aber ich auch. Ich will ihn weghaben. Als erstes. So. Zack. Bevor er sein Schutzschild aufbaut. Und wir haben jetzt das Problem. Wir haben jetzt gerade kein Geo da. So. Konzentriere dich auf die Puppe. Zack. Ach, das war sogar eine Schatztruhe. Ja, cool. Yes, yes. Der andere hat leider nichts gedroppt, ne? Oh.
Na gut. Wow, these will come. So, zack. Das konnte ich hier nicht kaputt. Doch, die konnte ich kaputt machen. Ja, so. Wo seid ihr denn jetzt? Oh, diesmal seid ihr hier unten. Ich hatte da, glaube ich, schlechte Erfahrungen gemacht an dieser Ecke. Ach Gott, ey. Ich hoffe, wir kriegen in dieser Episode alles, was wir brauchen für diesen Abzeichen-Sachen. Weil dann in der nächsten Episode werden wir wahrscheinlich wieder diese Chin-Chin fighten müssen. Und ich hoffe, wir kriegen die Waffe direkt wieder 10 Level höher. Weil dann wäre das so der Punkt, wo ich mir überlegen könnte, man könnte dann rein theoretisch die Weltstufe erhöhen. Oder, da wir die Weltstufe eh 24 Stunden warten müssen. Ich gehe näher ran. Eh 24 Stunden warten müssen. Vielleicht irgendwas anderes. Entweder andere Missionen oder einfach weiterfahren, wenn es geht. Weil Kea muss auf jeden Fall richtig stark werden. Opening a chest is like unwrapping a gift. Nehmen wir Yuki. Ach, Yuki sage ich. Amber. Smashen uns dann runter. Dafür gibt es wieder eine Truhe als Belohnung. Aber leider nicht die Sachen, die ich brauche. Zack. Bam! You're getting on my nerves. Dodge this. Okay, ist auf jeden Fall stärker. Er macht jetzt 600 Schaden. 700. Nicht wie vorher. Deutlich weniger. Prepare to be blown away. Boah, der kassiert. Ah, ich hasse, wenn die an der Kante sind. Da kann ich. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen muss. Ich drücke mich gerade nach vorne, aber. Ich versuche den danach irgendwie drinnen zu behalten. Ja, gut, okay, er ist weg. Na? Zack. 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 Na ja, daneben. Der braucht noch ein bisschen. Jetzt nicht mehr. Ja, das Problem ist jetzt so zu fighten. Abzeichen hat er gedroppt. Dieser. Zack. Zack, zack. Ja, das Problem ist alles Feuer. Komm, Kea, beleb dich wieder. Mit Kera ist halt einfacher. So. Zack. Eis. Schmelzen. So. Zack. Zack. Komm schon. Alles drauf. Amber, du, auch wenn das nicht ganz optimal ist, aber die Kombo könnte ja vielleicht helfen. Alter, ich konnte nichts mehr machen. Weder attackieren noch ausweichen. Na komm schon. Glühwürmchen. Ach, Mist. Zu spät gesehen. Alter, die macht so ein Feuer. Ich will den entfalten, wenn der nochmal die gleichen Sachen droppt, hätten wir es, glaube ich. Dann müssen wir die genug Sachen haben zu craften, um nochmal ein weiteres Grünes zu machen. Und dann müssen wir genug von dem Grün haben, um Blauen zu machen. Oder zumindest ein paar. Ja, Barbara war halt besser. Ja, und das Problem, wir müssen sehr viele Charaktere halt leveln. Hab zu früh nach hinten gedrückt. Ich wollte die Puppe zu ihm werfen. Weil er wird die Puppe nicht sehen. Oh, doch, ich habe getroffen. Okay, hier geht es ein bisschen auf den Nerv. Komm, Ulti. Irgendwas. Nur die. Ich mag es nicht, wenn er da steht. Komm runter mit dir. So. Alter. Genau deswegen. Jetzt hängt er genau da oben über meine Ulti. Zack, zack.
So. Ich konzentrierte sich auf die Puppe. Genau, dann kann ich ihn von unten fighten. Die Puppe wird explodieren, den auch ein bisschen Schaden geben, auch wenn es nicht viel ist. Ich werde zwar im Feuer stehen, aber das ist mir egal. Boah, Alter. Zack. Ich will nicht, dass er sich resettet, ey. Das wäre jetzt richtig bitter. So. Drop it. Der droppt die Sachen. Das Blau hat er so gedroppt. Nicht. Einmal weniger craften. Uiuiui. Ich glaube auch nicht, dass es ausreicht. Hä? Der ist direkt daneben gespawnt? Da oben. Ich würde aber gerne mich komplett durchheilen nochmal. Ui. So, das heißt jetzt erstmal hier stehen. Lisa. Lisa komplett voll. Sehr gut. Gehen wir das kurz langsam an. Ich glaube, das reicht nicht aus. Können wir nochmal gucken. Weil wir haben jetzt von denen hier jetzt nur eins. Wir brauchen insgesamt sechs Stück. Das heißt, wir müssen fünfmal craften. Das fünfmal craften reicht aber nicht aus mit den Sachen, die wir jetzt aus der niedrigen Wertigkeit haben. Weil ich glaube, wir brauchen drei Stück davon. Von den grünen haben wir, glaube ich, bestimmt so, schätze ich mal, jetzt sechs Stück oder so. Das heißt, wir könnten zweimal craften. Und von den weißen hatten wir jetzt, was waren das jetzt? Auch drei Stück, vier Stück, irgendwie sowas. Das heißt, das reicht auch nur noch für das einmal craften für das grüne, was wir dann nochmal für das blaue craften investieren müssen. Also reicht es halt nicht aus. Und Superhero Landung. Bam! Der ist wieder Wasser. Okay. Genau, kick meine Puppe. Wie sie direkt, wer mehr Schaden bekommen hat. Bam! Komm. Warum auch immer hier? Naja gut, ist mir jetzt egal. Runter mit dir. Ulti? Hat das Eisfähigkeit? Na, nicht unbedingt. Tauen wir den mal auf. Alter, ich krieg den nicht so gut getroffen, wenn er sich so in so einer komischen Position sich dreht. Zack. Ah, oh, das war jetzt schlecht von mir. Los, Lisa, dein Einsatz. Ah. Nicht? Gut, dass du die Puppe attackierst. Ah, wisst ihr was? Kea. Zack. Ich will halt nicht unbedingt runterfallen, weil sonst muss ich gegen den anderen mitfighten. Ah. Anemo. Ach, Anemo macht doch schon Schaden mit Feuer. Oder welchen Element auch immer Yuki gerade eingesetzt hatte. Weißt du was, ich durste runter, ey. Halt ich mal das so. Bam. Bam. Ist, glaube ich, wieder durchgeflogen, kann das sein? Komisch. Ist jetzt nicht gerade schön gewesen, dass ich den kurz vom Ende den nicht runtergehauen habe. So. Drop mir deine Sachen hier. Erstmal checken, was hat er? Ja. Jetzt der andere. Der hat mich komplett runtergekickt, ne? Nein, nicht ganz. Ich könnte reinspringen, aber. Du sollst nicht das Ding hier kaputt hauen. Zack, das Problem ist, den Lebensbalken nicht. Er kann aber auch nicht flüchten. Der kann aber mich einmal ins Gesicht treten, dann bin ich weg. Einfach drauf. So, wieder grüne Abzeichen bekommen.
Eigentlich müssen wir mittlerweile so stark sein, dass wir ohne Probleme sie fighten können. Das ist ein Triple. Diesen Triple will ich auf jeden Fall auch noch fighten. Ich weiß noch, da haben wir richtig kassiert einmal. Eine Truhe. Ach so, ja, da oben. Ja, stimmt. Ich meine, jetzt die ganzen Bossfights, wo Truhen sind. Sehr gut. Kurz warten. How fortunate. Sogar gute Sachen. So. Zack, 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 zack. So. Feinden wir jetzt noch mit die. Die müssten auf jeden Fall wieder einiges an Grünes droppen. Wieder eine Möglichkeit, das zu craften. Das ist halt, wie gesagt, das Problem, weil wir die Weltstufe abgesenkt haben, sind ja die richtig Sachen, die wertvollen Sachen, die wir jetzt eigentlich brauchen, nicht da. Oder die werden nicht gedroppt. Ich konzentriere mich lieber auf den. Ist er Wasser? Bitte nicht. Frozen! Ah, okay. Den will ich als erstes weghauen. Der ist auch am einfachsten. Netter Versuch. Oh, Yuki, komm, Ulti. Feuerstürme. Zack. Du gehst gar nicht mal so schlecht. Aber das ist halt die Combo. Das ist halt so, das ist ein Spiel, das kann man halt alleine gut spielen. Aber wenn man es mit Freunden spielt, kann man richtig brutale Kombos machen. Das ist fast wie bei Borderlands. Bei Borderlands hatte ich ja auch zum Beispiel mit meinem Charakter voll auf Crit und Munitionsduplikation gesetzt. Also mit anderen Worten, mit Schießen habe ich immer die Chance, dass noch ein weiterer Projektil spawnt. Das heißt, da gab es so eine legendäre Shotgun. Die hatte die Eigenschaft, dass sie halt immer alle paar Meter weitere die gleiche Anzahl an Materialien, an Projektile spawnen kann. Und dann habe ich halt gesehen, das war jetzt mit einem Charakter, der so war. Und je nachdem gibt es ja auch Charaktere, die das buffen können. Also kostenlose Munition oder nochmal immer ein extra Projektil oder Elementarschaden hinzufügen. Und stellt euch mal vor, wenn man jetzt ein Team mit jemandem spielt, der das auch hat, mit diesem Charakter, da macht man einfach Schaden, da macht man Weltrekordschaden. Also, das ist schon auf jeden Fall heftig. Na komm schon. Wenn Emma down ist, habe ich ein kleines Problemchen, aber. Na komm schon. Zack, zack. Und das ist bei Genshin Impact ja genauso. Animo ist eigentlich nicht schlecht, aber Animo wirkt für mich eher so Supporter. Ich habe jetzt keine Idee, wie man sie sinnvoller in der Kombination haben kann. Ja, na. Genau, wie man sie halt solo am besten spielen sollte, wenn man nur Animo machen kann. Deswegen lieber noch irgendwie einen Teammate haben, der vielleicht auch irgendwie Element, also irgendein, ja, auf einen krassen Element geht. Weiß ich nicht, Feuer oder Blitz, irgendwie sowas. Und vielleicht ein dritter. Das ist Kombination, so irgendwie Wasser, Eis und Animo. Ich meine, das muss man auch bedenken, was das für eine Kombi sein kann. Boah, jetzt mache ich ein bisschen Schaden. Animo hat auf jeden Fall gut unterstützt jetzt. Zack. So, gut, dass gerade die Ultis ready waren. Komm, den will ich fighten. So, komm schon. Weg mit dir. Zack. Zack. Hört euch das mal an, was Kea für Schaden macht. Wie gesagt, nicht so gerade effektiv, aber. Why not? Deswegen muss ich halt auch in Zukunft gucken, dieses Standardteam behalten. Sich voll drauf konzentrieren. Aber am Ende wird es danach hinauslaufen, dass ich zwei oder drei weitere Charaktere leveln muss, parallel dazu. Das wäre auf jeden Fall Noel wegen Geo-Sachen, weil die Geo-Sachen brauchen wir unbedingt. Und vielleicht auch Barbara wegen Wasser.
Wobei, ich weiß nicht, Barbara ist, glaube ich, auch eher Supporter-Charakter, meine ich, weil sie macht ja immer diese Buffs. Haha. Runter mit dir. Und dieser Stein geht auf den Nerv. Zack. 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 Ah, haben wir dich. Yes, wieder so ein grünes. So, jetzt checken wir das mal ab. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ich glaube, wir müssen noch einmal fighten oder so. Ansonsten müssen wir noch so die Chin-Chin da fighten mit diesen komischen Säckchen und so weiter. Wobei, wir haben ja ein paar, die könnten wir auch craften. Aber nicht so edel, nicht auf lila. Achso, ah, ich mache immer den Fehler. So. Das hier. Oh, Abzeichen für Offizier, also blau. Davon brauchen wir 5 Stück. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Da. Und wie ihr sehen könnt, können wir halt nur das 3-mal craften. Davon können wir aber 13-mal craften. Ach, machen wir einfach YOLO. Und zack. Dann das haben wir schon mal soweit. Braucht sogar 5. So wie es aussieht. Oder? Ne, doch 3, sorry. Habe ich mich verlesen gerade. So. Boah, das hat sich doch gelohnt, dass wir dafür Sachen haben. Naja. Ne, lass mich doch da oben stehen. Zack. Wie es dann weitergeht, was eigentlich schon angekündigt war, werdet ihr trotzdem in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, weil dann müsst ihr meinen YouTube-Kanal nicht mehr raussuchen. Das heißt, ihr könnt auch nichts mehr verpassen. Ihr könnt dann direkt auch das Glockensymbol mit anklicken. Dann werdet ihr zum Beispiel benachrichtigt, wenn ich auf YouTube einen Stream starte. Was noch? Folgt mir auf meine Social-Media-Kanäle, ebenfalls verlinkt. Dort poste ich auch Kurzclips von anderen Spielen, einfach so ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche sie in der Regel immer zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.